Punkt aus Bastard. Kein Punkt für dich. Welche BH-Größe trage ich? Yo, Leute, wir sind Max. Und Chris. Und Carina. Und ihr habt es euch so gewünscht. Herzlich willkommen zum dritten Teil von... Wer kennt mich besser? Jawohl, und diesmal mit Carina in der Mitte, Leute. Heißt, ich bin gespannt, wer mich besser kennt. Ja, ich auch. Jetzt. Ihr seid auch gespannt, Leute. Jetzt geht's down, oder? Max. Jetzt falls ihr gespannt seid, dann lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Und dann würde ich sagen, Carina, legt auch los mit ihren Fragen. Du kannst mich nur... Soll man eine Prediction machen? Du kannst mich nur blamieren. Kann ich eigentlich nur blamieren, ja. Also, ich glaube, du wirst gewinnen, tatsächlich. Ja. Das ist sehr gut möglich. Ihr müsst wissen, beide sind sehr gute Zuhörer. Wahnsinn. Mehr als der Chris bin ich schon. Weil ich bin bessere Zuhörer als Chris. Das ist sehr gut klar, möglich. Aber doch, kein Scheiß. Doch, doch. Ja, sehen wir ja gleich. Okay, fangen wir an. Also, fangen wir doch mal ganz einfach an. In welcher Jahreszeit fühle ich mich am wohlsten? Gehen wir von den vier Jahreszeiten aus oder zwischen Jahreszeiten? Vier. Okay. Also es gibt Frühling. Ja, ja, aber es gibt ja auch noch Spätsommer, es gibt ja auch noch... Nee, ja. Nee, boah, nee, nee, Alter, Leute, wenn ich das schon wieder höre. Sommer! Was, Max? Du bist der Beste. Es ist doch immer voll warm, also immer viel zu warm manchmal und so. Und dann, ja, oder Frühling. Ja, ja. Okay. Ich bin der bessere Zuhörer. Also klar, ich glaube, das ist auch nicht, wenn man nachts im Bett liegt und denkt, ich sterbe einfach nur, weil ich dran liege, aber so an sich mag ich Sommer schon viel, viel mehr. Schreibt in die Kommentare, welche Jahreszeit ihr Lieblingsjahreszeit ist am besten findet. Ja, ist so. Sommer, Winter. Also 1 zu 0. Ich mag Frühling. Für mich würde ich sagen. Ja. Magst Frühling? Was magst du? Winter. Winter? Das ist Lieblingsjahreszeit Winter. Das ist so kurz vor dem Sommer, finde ich ganz geil. Ich finde Winter voll dick. Ja, ja. Ich finde Frühling gut. Frühling gut. Das ist. Dein Maul. Bin ich ein Morgen- oder ein Abendmensch? Das natürlich. Ist natürlich absolut Morgenroutine-Mensch. Also, können wir 3, 2, 1, Abend! Nee, natürlich Morgen-Mensch. Oh mein Gott, ich dachte, nein, ich bin... Das geht gar nicht, okay. Aber es hat sich schon gebessert. 2 zu 1, ne? Ja. Mhm. Ja. Okay. Welchen Beruf würde ich ausüben, wenn ich nicht YouTube machen würde? Oh, das ist... Alter, das ist voll schwer. Total schwer. 3, 2, 1, Lehrerin! Ich glaube, die wäre schon eher eine Lehrerin, oder? Oh ja, oh, ja. Wow. Ach Gott, Chris, guck, ich bin gar nicht so schnell. Ja, ja. 3 zu 2, Max. Ja, echt, ja. Nicht so schlecht. Du liegst hinten, richtig. Ja, und? Ich hole noch auf. Würde ich mich gut als Lehrerin machen? Schreibt's in die Kommentare. Glaube ich an Schicksal oder Zufall? Oh. Okay. Und Schicksal! Ja, also ist doch beides das gleiche, oder? Also wenn, dann würde ich sagen Schicksal. Ja, Schicksal. Aber Zufall und Schicksal ist doch eigentlich das gleiche. Ja, jetzt sagst du, wenn, dann würde ich sagen... Ich habe einfach Ja geschrieben. Wenn, dann... Nein, ich habe einfach Ja geschrieben. Also ich würde... das ist Zufall also und Schicksal ist doch das gleiche. Oder nein. Nein. Nee. Schicksal und Zufall ist vorbestimmt. Da würde ich Schicksal sagen. Also, ja. Schicksal ist vorbestimmt. Ja, Alter, ich glaube auch an Schicksal. Glaubt ihr an Schicksal? Schreibt es in die Kommentare. Also das ist absolut kein Punkt für dich. Doch. Gar nicht. Alter. Ja, und dann sag ich Schicksal. Sie sagt ja Schicksal. Du sagst, ja, ich würde auch Schicksal sagen. Ja, ich sag Schicksal. Ah, ja, ey. Aber Max, weil ich weiß, dass ich dich trotzdem besiege. Okay. 4 zu 3. Ja, okay. Okay, meine Lieblingsserie. Grey's Anatomy. Yes. Oder Orange is the New Black schon auch so. Ich dachte jetzt, ob du irgendeine alte nimmst, die du schon lange angeguckt hast, aber... Ja, ich bin gespannt. Du hast gar keine oder? Zwischen Gossip Girl, das fand ich schon auch ziemlich geil. Das ist auch schon ewig her, aber halt, ich halt schon... Aber... Kommt eine neue Staffel. Ja, also. Ja, es ist aber es fehlen ein paar Schauspieler. Ja, es finden gar nicht den Schauspielern statt, aber trotzdem voll geil. Bin gespannt. Oh ja, halt es mal! XOXO. Nee, fand ich auch cool, aber Grey's Anatomy hat mich schon mehr gecatcht. Ja. Okay. Okay. Was ist eure Lieblingsserie? Schreibt es in die Kommentare. Worauf achte ich als erstes bei Männern? Penis! Penis! Als erstes, ich schaue immer erst auf den Penis. Kann ich mir kurz ausziehen. Bei Männern. Boah, ich muss da einen Schrägstrich reinmachen. Okay, ich sag einmal auf die Lippen und auf die Augen. Ich sag Lächeln, Zähne, Schrägstrich, Hände. Next. Hände? Ja, Lächeln, Zähne, also ich finde Lächeln und Zähne auf jeden Fall. Ja, Ausgleich. Und ja, Hände eigentlich auch. Bui.
Alter! Aber ja, Augen finde ich auch wichtig und Lippen gehören ja auch irgendwie dazu, aber ich glaube, er hat schon eher auf den Punkt gedrückt. Aha, okay. Aber wenn das jetzt so ist, dann hast du einen Minuspunkt beim Schicksal, auf jeden Fall. Jetzt würde ich das auch zu verlieren. Auf jeden Fall einen Minuspunkt beim Schicksal. Komm. Da steht es jetzt 5 zu 4. Genau. Unser Ghost ist wieder am Start. Wovor ekel ich mich am meisten? Oh, oh Gott. Ja, doch. What the hell? Okay, Kämmer. Spinne. Füße und Mundgammel. Füße habe ich auch. Spinne. Ja! Ausgleich jetzt aber, Leute. Also gerechte Ausgleich. Gerechte Ausgleich jetzt. Jawohl. Also Füße sind schon auch eklig, aber Spinnen, das sind... Da guckst du. Da hab ich Panik schon. Da guckst du. Habe ich jemals etwas geklaut? Ob du jemals was geklaut hast? Ja. 50-50 Chance. Ja. Nein. Scheiße. Jeder Mensch, also auch nicht mal als kleines nie Kind oder meinem, so. Nein, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben geklaut. Oh, Scheiße. Verdammt. Nee, okay. Dafür bin da, nee. Da habe ich zu dem Tür, gell? Zu lieb, ja. Ja. Kacke. Würde ich mich beschweren, wenn mir mein Essen im Restaurant nicht schmeckt? Und? Ja. Nein. Prinzipiell ja. Aber eigentlich auch nein, weil du dich nicht traust, das dann zu sagen. Nein, Punkt für mich. Ja, wir haben aber schon mal Essen auch zurückgehen lassen, weil scheiße war. Mhm, aber nie hat sich selber gesagt. Ja, aber dann hab ich aber trotzdem richtig. Nein, doch. Du bist absolut falsch. Da muss man ein klares Nein stehen. Also ich persönlich würde mich nie beschweren. Immer muss ich. Hab ich doch gerade gesagt. Weil also, ich möchte deren Job nicht schlecht reden. Absoluter so. Punkt für mich. Gar nicht wahr. Ganz Alter. Klarer Punkt für mich. Nee, wenn dann jeder einen Punkt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, ich würde es nie sagen. Also, habe ich doch auch gesagt. Hier steht ja. Würdest du ein Essen zurückgehen lassen? Ja, aber nein, weil du dich nicht traurig bist, ich zu sagen. Die Frage war, würde ich mich beschweren, richtig, wenn mir mein Essen im Restaurant nicht schmeckt? Er ist der bessere Zuhörer. Aber doch, du würdest dich beschweren bei Chris. Nein, Punkt. Oder bei mir. Nein, Punkt aus Buster. Kein Punkt für ja, dich. Ja, das war die Frage auch nicht gemeint. Der muss jetzt einfach akzeptieren, okay, dass er falsch liegt. Ja, ist doch gut, mein Gott. Welche BH-Größe trage ich? Oh, da muss ich. Boah. Komplett oder nur Körbchen? Komplett oder nur Körbchen? Komplett. Mit Umfang? Ja. Wahrscheinlich, also wenn ich 2 aufschreibe, geht auch, oder? Weil du hast bestimmt nicht in jedem BH die gleiche Größe, oder? Ja, mach's einfach so wie du. Okay, ja, okay. 75 oder 80D? Nee, in C trägt sie immer 80 und in D 75. Also ich habe noch keinen einzigen BH in C. Aber ich habe auch noch keinen einzigen BH in 80D. Ja, aber 75. 75D. Ich trage immer nur 75D. Aber wenn du ein C anprobierst, dann hast du schon mal ein 80er C anprobiert. Ich trage aber kein BH in Größe 80C. Ich habe keinen einzigen BH in 80C. Ja, aber du hast gesagt, wenn C, dann muss es der 80er. Ich habe noch nie einen BH in 80C gehabt. Ja, 75D. Und auch nicht in 80D. Okay, dann haben wir gar keinen Punkt, oder? Ja. Scheiße. Ja, 75D haben wir beide gewusst. Ja. Schatz, ich habe auch nur eine DBH. Du bist so eine Liebe. Wenn hatte ich mal 75E. Okay. Ja. Wie viele Operationen hatte ich schon in meinem Leben? Wow. Ja. Genau. Okay. 2. Ja. Blinddarm, Weisheitszähne. Ja. Ich wollte erst eine schreiben und dann ist mir aber eingefallen. Ja, gab's ja diese blöden Weisheitszähne, oder? Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wie steht's? Ich führe immer noch mit einem Punkt. Also entweder Ausgleich. Ich kann ja nicht mehr verlieren. Oh, das ist doch ein Witz. Ich kann nicht mehr verlieren. Da waren so viele schrillige Fragen drin. Was war mein Lieblingsfach in der Schule? Oh mein Gott. Gibt's wirklich nur eins? Ja. Mathe. Ja. Ein einziges Lieblingsfach. Boah. Ja. Das ist jetzt halt auch wieder 50-50 eigentlich, gell? Okay? Okay, 3, 2, 1. Franz. Kunst. Französisch niemals, wenn dann Deutsch oder Kunst? Ja, Deutsch. Deutsch. Scheiße, hab ich auch überlegt, Deutsch. Deutsch oder Kunst? Aber ich Kunst. Ich hab auch geschwankt zwischen Deutsch und Kunst, aber eigentlich muss ich sagen, Deutsch eigentlich schon, also noch ein bisschen mehr. Ja, okay, aber war ich schon eher auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und bin natürlich auf gar mit Abstand raus, an der Stelle auch der verdiente Sieger. Not. Max! Er hört besser zu, hat er gesagt. Oh, ich finde aber, Max hat sich auch nicht schlecht geschlagen. Du bist natürlich auch super, Schatz. Aber ich finde, also so, ja. Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, was wir daraus noch machen könnten. Aber ich habe noch nie in meinem Leben 80C getragen. Also das ist ein Mythos. Geh rüber, guck dir meine BH an. Nein!
Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke und aktiviert vor allem die auf die Benachrichtigungen auf meinem Handy, dass ihr von YouTube so, lasst. Genau. So, lasst den so, bei Carina vorbei. Link zum Kanal in der Beschreibung, Leute. Schaut auch auf jeden Fall bei Instagram vorbei, Leute. Und links mehr auf unserem hier unten eingeblendet, so, Leute. Ein paar krassen Leben zu verpassen. Genau. Bis zum nächsten Mal.